Achtsamkeit, Dankbarkeit. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Achtsamkeitsvideo. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr auch heute hier wieder mit dabei seid. Das Thema Dankbarkeit ist vielleicht ein ausgelutschtes Thema, du hast vielleicht schon oft davon gehört, du solltest doch dankbarer sein, aber du machst es letzten Endes doch nicht. Und deshalb ja, gibt es heute das Video dazu, um dich daran nochmal zu erinnern, um ja, dich dazu zu animieren, wirklich achtsamer in die Dankbarkeit zu kommen. Und da gibt es etwas, was ich seit ja, geraumer Zeit praktiziere, ich weiß jetzt nicht, ein, zwei Jahre, keine Ahnung wie lange, dass ich so mein eigenes Büchlein habe, wo ich morgens immer drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin und auch abends rückblickend nochmal drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, die heute im Laufe des Tages einfach waren. Zum einen morgens nach dem Aufstehen, wenn man sich da drei Dinge schon mal aussucht, für die man dankbar ist. Und dann suche ich mir auch nicht den Kram von gestern aus, sondern ich schaue immer, dass ich drei neue Dinge heute mir nehme, für die ich dankbar bin. Das sind mal Dinge aus dem familiären Bereich, das sind mal Dinge aus dem beruflichen Bereich. Das ist auch einfach nur, wenn ich aus dem Fenster schaue und sehe, wie wunderbar die Sonne heute schon scheint. Also ganz simple und einfache Dinge einfach. Und ja, damit geht man einfach gestärkter, mental gestärkter und mit ein bisschen mehr Freude, achtsamer einfach in den Tag hinein. Und wenn man das Ganze dann abends auch nochmal wiederholt und rückblickend sich drei Dinge heraussucht, für die man gerade an dem heutigen Tag dankbar sein konnte, Geschehnisse, Begebenheiten, Geschenke, die man bekommen hat, Erlebnisse, was auch immer, dann schließt man damit einfach auch mental erfüllter den Tag ab und geht natürlich mental erfüllter zu Bett, was letzten Endes nochmal zu diesem Kreislauf beiträgt, dass man mental erfüllt in den Schlaf findet, einen besseren, erholsamen Schlaf hat und so natürlich am nächsten Morgen auf eine andere Art und Weise aufwacht. Eine andere Art und Weise, die eine Klientin mir kürzlich erzählt hat, was sie praktiziert, was sie von den Kindern her kennt, ich kannte das bislang nicht, dass sie ja im Bett noch hingeht und so ihre 10 Finger nimmt und jeden Finger einfach durchgeht und sich da 10 Dinge aussucht, für die sie dankbar ist. Ist natürlich auch eine Übung. Wenn dich das mehr anspricht als das, was ich eben gesagt habe, dann mach das. Wichtig ist, dass du ja, es einfach machst, dass du es einfach umsetzt und das dann gegebenenfalls einfach auch so abwandelst, wie es sich für dich am besten anfühlt. Denn ich gebe dir hier nur Anleitungen, Anregungen, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du das so ein bisschen umwandelst, dass es sich für dich stimmig anfühlt, dass du es gut in deinen Tag integrieren kannst und dass du einfach ins Handeln kommst und letzten Endes, unterm Strich, der Weg ist das Ziel, so zu einem achtsameren, erfüllteren und glücklichen Leben auf den Weg zu deinem Herzen findest. Das war's für heute schon. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, für dein Interesse und sage Tschüss, bis morgen, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard, hab noch einen wunderbaren Tag und fühl dich herzlich umarmt. Ciao, ciao!